Das Thema Angst ist ein aktuelles Thema und war schon immer ein Thema bei uns auf dieser Welt. Und gerade jetzt zu dieser politischen, sehr spannenden, brennenden Phase in unserem Land ist das Thema nach wie vor sehr, sehr groß. Und ich will in diesem Video dir einen Weg zeigen, wie du mit der Angst arbeiten kannst und wie du sie für dich stückweise auflösen kannst, wie ich das mit mir selber mache. Es gibt keinen Menschen, der keine Angst hat in der Regel. Ja, wir sind ja hier auf dem Planeten, wo alle Gefühle sind und Angst gehört immer dazu. Nur gibt es sehr viele Menschen, ich habe teilweise dazugehört und vielleicht gehöre ich auch teilweise immer noch dazu, die aus der Angst handeln vor Konsequenzen. Ich handle nicht aus der Sicherheit, aus der Liebe, sondern ich handle aus der Angst vor Konsequenz. Ja, wie zum Beispiel, wenn ich etwas tragen muss, da trage ich sie aus der Angst, irgendeine Strafe zahlen zu müssen. Jetzt ist es so, wenn du im Alltag oder wenn ich im Alltag wieder mit Angst konfrontiert werde, was immer mal wieder vorkommt zu dieser Zeit. Wie gesagt, auch schulisch und was auch immer. Das sind so viele Themen in meinem Leben und ich denke auch in deinem Leben. Kannst du mit dieser Angst bleiben? Weil eine Emotion ist wie eine Welle. Ja? Die kommt manchmal und überrollt einen ganz, ganz schlimm. Kann ich diese Welle in meinem Körper zulassen, ohne mich zu verkrampfen und zu verschließen? Weil oft verschließen wir uns und versuchen, diese Emotion, dieses Gefühl wegzudrücken, weil die Angst einfach sehr, sehr groß ist. Ich hatte eine Klientin, die einen Führerschein machen will und sie meinte, also sie ist mittendrin im Führerschein, sie hätte ihn jetzt geschafft. Während den Prüfungen oder beziehungsweise während den Fahrten hat sie gesagt, ich habe Angst. Ich habe einfach nur Angst, wenn ich fahre. Vor allem. Ich habe ihr dann das Beispiel gegeben, kannst du der Angst einen Körper geben? Kannst du mit dieser Angst sprechen? Während du fährst mit dem Fahrlehrer und du spürst wieder die Angst, kannst du ihr einen Körper geben, die auf deinem Schoß ist und die sagt zu dir, ich habe Angst. Und du sagst, ja, ich auch. Bleib auf meinem Schoß, wir schaffen das zusammen. Alleine, wenn du dieser Angst schon ein Gesicht gibst, einen Körper gibst, kann es schon helfen, es besser zu verarbeiten, weil es nicht gesichtslos ist. Weil alles, was gesichtslos ist, macht uns Angst. Das seht ihr ja in Filmen, wenn jemand mit einer schwarzen Kapuze ist, mit einem schwarzen Mantel, man sieht sein Gesicht nicht. Das ist gruselig, das ist ekelhaft. Wenn es aber langsam ein Gesicht hat, ist es schon ein Stückchen einfacher für uns. Wir haben alle immer Angst vor dieser Ungewissheit. Wir wollen ja immer kontrollieren. Und wenn diese Angst kommt in dem Moment, was ich zum Beispiel mache, ist, mir vorzustellen, es ist eine Welle. Manchmal haut die mich um. Und manchmal schaffe ich es, auf dieser Welle zu reiten, dass ich diese Welle zulasse, der Angst in meinem Körper. Und ich spüre, wie diese Energie durch meinen Körper fließt, wie ich schon fast vibriere vor Angst, wie sie einfach in meinem Körper sein darf, ohne dass ich mich verschließe und versuche, Widerstand zu haben, es zu unterdrücken und einfach mich abzulenken. Weil dann ist die Angst vordergründig ständig da. Das ist jetzt die eine Arbeit, die man machen kann. Und die andere, die mir auch immer sehr, sehr hilft, ist hinzuschauen. Also wirklich, zum Beispiel Thema Schule. Was ist meine größte Angst, was Thema Schule betrifft, weil meine Kinder seit 2 Jahren zu Hause sind? Beispiel. Größte Angst ist, sie könnten es nicht schaffen. Sie könnten sitzen bleiben, sie könnten, keine Ahnung. Und dann durchzugehen. Was wäre daran schlimm, wenn eins der Kinder sitzen bleibt? Und dann spüre ich, es tut in mir weh, das ist mein Ego, das sagt, nee, das ist schlecht, das geht gar nicht. Warum ist es schlecht? Warum geht das gar nicht? Das Leben ist ja nicht zerstört dadurch. Wisst ihr gerade, was ich meine? Das heißt, ich gehe durch diese Angst durch und merke immer wieder, dass es mein Ego ist, der eine Tür aufmacht und sagt, nein, du musst Angst haben, es darf nicht sein. Warum darf es nicht sein? Und dann weiß das Ego selbst keine Antwort mehr. Und oft löst sich da die Angst schon auf, wenn wir uns damit beschäftigen. Das sind immer so zwei Sachen. Das ist einmal der Verstand, mit dem wir arbeiten können, und dann einmal nochmal unser Körper, der dazu dient, als nicht Filter, sondern dass diese Emotion durchfließen kann, dass wir es auch zulassen und uns öffnen und sagen, gut, Angst, dann komm, du darfst einmal durchfließen. Ich werde dir nicht widerstehen. Das zum Thema Angst, kurz und knackig. Ich bin mir sicher, es hat dir helfen können, wenn du Interesse hast, mit mir zusammenzuarbeiten. Unten ist ein Link zu meiner Website. Wir können kostenlos telefonieren und schauen, wie wir zusammenarbeiten können, ob ich dir helfen kann. Ich wünsche dir jetzt eine wundervolle Zeit und bis bald zu einem der nächsten Videos.